Winter- und Weihnachtstees. Separat gepackt in goldenen Dosen, so ein bisschen passend auch für den Anlass. Unterscheiden tun die sich eigentlich schwerpunktmäßig in Schwarztees, in Früchtetees und in diversen Rooibos-Sorten. Natürlich, wie es bei winterlich-weihnachtlichen nicht anders sein kann, haben wir hier sehr viel mit weihnachtlichen Gewürzen, Zimt, dann sind teilweise Gewürznelken, Pfeffer, Kardamom, also alles das, was man so in winterlichen Tees gerne wiederfindet. Wenn wir dann einen Schwenki rüber machen, sehen Sie unsere komplette Teewand. Das beinhaltet etwas über 200 Sorten, teilt sich auf in klassisch orthodoxe Tees, das heißt nicht aromatisierte Tees. Schwerpunkt bei uns ist im klassischen Bereich ganz klar der Darjeeling und der Assam. Natürlich auch diverse Mischungen, die dann in die Ostfriesenrichtung reingehen. Sehr schöne aromatisierte Tees, das sind dann aber ganzjährige Tees. Und im klassischen Teebereich mit der absolute Bestseller bei uns ist der Earl Grey. Der Earl Grey unterscheidet sich sehr häufig zu anderen Earl Greys dahingehend, dass wir in unserem Tee die original italienische Bergamotte drin haben, keine Aromen. Dadurch kriegt er so ein richtig schönes, ausdrucksstarkes Aroma. Einer unserer Bestseller im winterlichen Bereich ist die Schneemütze. Ich zeige Ihnen den mal, der hat richtig tolle große Rosenblüten. Da sind Früchte drin wie Orange, Apfel. Gerne bauen wir natürlich auch für Sie individuelle Geschenksets zusammen. Dazu finden Sie bei uns diverse Artikel im Gebäckbereich der Firma Michelsen, einer der ältesten traditionsreichen Häusern, die sich mit speziellem Teegebäck beschäftigen. Und wo wir besonders stolz drauf sind, ist ein original schottisches Shortbread. Gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Einmal dieses ganz klassische, sehr schön auch mit Orange und dunkler Schokolade. Und zum Herbst wird sehr gerne genommen das Grüne mit Ingwer. Darüber hinaus auch ein sehr beliebter Artikel, den wir auch in Geschenkesets mit einbauen, ist der Sansibar-Glühwein. Kann man natürlich einzeln haben als Flasche. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt an Geschenkartikeln, die wir liebevoll zusammenbauen, immer in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Frau Hühn hat hier zum Beispiel ein sehr schönes Körbchen mit zwei verschiedenen Teesorten, einem kleinen Glas Honig drin, Candlesticks, dekorativ zusammengepackt. Meine Frau hat auch mal was Kleineres, was gerne jetzt auch zum Wichteln so genommen wird. Sehr schön dekorativ in einem Socket verpackt mit einem Tee und einem Candlestick drin oder als Filztüte mit einem Wichtel, auch mit einem sehr schönen winterlich-weihnachtlichen Tee. Wir hoffen sehr, dass wir mit den Fotos oder mit dem Video Ihnen einen schönen Überblick über unsere Artikel aus unserem umfangreichen Sortiment geben konnten. Und das hier ist so ein kleines Beispiel, die Sinfonie der Sinne, unsere Schloss Benrad Pralinenschachtel. Lassen Sie Ihre Sinne betören und kommen Sie einfach zu uns ins Teehaus. Dankeschön.